Hallo liebe Freunde, ich grüße euch aus der Motorworld in München. Na nu werdet ihr sagen, geht der Kerle jetzt fremd? Nein, das macht er eigentlich nicht. Ursprünglich war in diesen Hallen ja das Bahnausbesserungswerk zu Hause über viele, viele Jahrzehnte. Und zum anderen ist mein Thema ja auch Mobilität. Und die begegnet einem auch auf Schritt und Tritt und vor allen Dingen in allen Zeitepochen. Und durchaus auch mit Humor aufbereitet. Wir sind hier in einer alten Ausbesserungswerkhalle für Dampfloks der Deutschen Bahn, ehemals. Und heute haben wir es revitalisiert zu einem Technikzentrum für Technik-Nerds, für Technik-Enthusiasten und für Oldtimer-Liebhaber, aber auch für Liebhaber von guter Kulinarik. Herzstück ist die unter Denkmalschutz stehende ehemalige Lokhalle. Ein Gigant von 185 Metern Länge, 90 Metern Breite und 18 Metern Höhe. Und hier finden sich Schätze wie beispielsweise der Rolls-Royce von Muhammad Ali, der unter seinem früheren Namen Cassius Clay Olympiasieger in Rom war. Die meisten der Ausstellungsstücke kann man auch käuflich erwerben. Ein gut gefüllter Geldbeutel ist zuweilen kein Nachteil. Aber man kann sich an den Fahrzeugen auch nur erfreuen, wie am Amphicar aus den 60er Jahren, einem Exoten für Asphalt und Wasserstraßen. Das versteht sich von selbst und dass man hier nicht raufklettert, ist auch klar. Allerdings im Korb oben befindet sich eine Puppe, das nur zur Beruhigung. Und die Zapfsäulen und Pumpen sind alle echt, aus den vergangenen gut 100 Jahren. Wunderbare Dekorationsstücke, jeder einzelne zu verkaufen, aber Qualität hat nun mal ihren Preis. Die sogenannte Eiserne Jungfrau hier kostet beispielsweise 18.800 Euro. Wir sind im ehemaligen Bahnausbesserungswerk unübersehbar und die Mobilität spielt hier die dominierende Rolle. Das sieht man an allen Ecken und Enden. Unser Gebäude ist morgens von 10 bis abends um 22 Uhr in der Regel geöffnet, montags bis sonntags. Und es kann jeder hier rein, einfach nur zum Schauen. Man kann sich Handwerk betrachten, eine Kaffeerösterei. Viele edle Automarken werden vertrieben und auch im Gebrauchtwagensektor für Oldtimer-Spezialisten gibt es viel zu sehen. In der Motorworld wird noch richtig gewerkelt, deswegen war die Interviewqualität leider nicht wirklich gut. Dafür sage ich schon mal Entschuldigung, aber man kriegt, glaube ich, schon einen ganz guten Eindruck. Eindrucksvoll auch das Hotel mit 156 Designzimmern, Schlafwagen nachempfunden. Ein Hotel innerhalb der alten Lokhalle. Und in diesem Wagen saß er, der King of Rock'n'Roll, Elvis Presley, während seiner Zeit in Deutschland als GI. Und auch das war einstmals ein Traum. Ein winzig kleiner Wohnwagen, gezogen von einem Citroën 2 CV, im Volksmund auch Ente genannt. Was für ein Gespann. Fahrzeuge für jeden Geschmack und für jeden Geldbeutel gibt es hier und natürlich auch eine gläserne Garage, wenn ihr euren Oldtimer hier unterbringen wollt, für 300 Euro im Monat jederzeit machbar. Die Motorworld in München hat seit dem 1. Mai geöffnet, aber Corona-bedingt läuft vieles im Augenblick noch auf Sparflamme. Aber eines ist sicher, filmreif heißt nicht nur das Kino, filmreif sind auch viele der Ausstellungsstücke und filmreif ist eigentlich das gesamte Ensemble.